Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Snowrunner. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ihr seht es wieder rechts oben. Waldsäuberung habe ich mir diesmal rausgesucht. Das heißt, viermal so verbrannte Stimme aufladen und auf den anderen Kartenabschnitt fahren. Ich habe schon mal ein bisschen, ja, ausgekundschaftet, den Platz auf jeden Fall. Was auch gut war, weil da steht schon ein Anhänger. Das heißt, ich kann erstmal das kleine Stück hier noch so hinfahren. Und dann schleife ich den Anhänger mit drüber zum Abladen. Ich brauche so in der Theorie nur zweimal hin und her fahren. In der Praxis ist das natürlich wieder ganz was anderes. Aber so ist erstmal der Plan. Von Holz sträube ich mich immer ein bisschen, das zu fahren. Weil es ist halt immer recht wackelig. Weil es so hoch ist, bis der Kipppunkt dann schon an einer anderen Stelle. Einfach hier gerade über war das. Ach ja, und Schlammreifen habe ich auch wieder mal draufgezogen. Ich finde, das fährt sich da schon besser als normale Offroad-Reifen. Jetzt muss ich den Eingang da noch finden. Ich glaube, es war hier einfach durch. Alles zu. Mal kurz zu dem hier wechseln. Ach so, ich muss von da drüben durch. Eigentlich von hier. Halt falsch. Falsch. Da ist er doch. Gut, dann probieren wir es mal da hinten durch. Wenn ich erstmal den Weg weiß, dann geht's ja. Ach so, ja, okay.
Also hier einmal rum. Da kommen wir dann durch. Sieht so gut aus. Keine komischen Baumstümpfe im Weg. Bei den ganzen LKW immer aufrupfen. Aber da ist doch wieder ein undurchdringbarer Baumstumpf hier. Immer nicht kaputt gehen, das ist wieder Kacke. Oh, nee, oder? Komm. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist von dem Spiel oder ob das ein Fehler ist. Ich glaube, da fahre ich nicht mehr durch. Dadurch sieht besser aus. Jetzt nur noch hier um die Ecke. Okay. Einmal laden. Und den Anhänger laden. Sehr schön. Da ist nur die Frage, fahre ich jetzt hier durch den Tunnel, wo ich aber dann ein ganzes Stück über die andere Karte muss, oder ich fahre einfach hier das Stück zurück. Ich glaube, am gescheitsten ist, ich fahre hier wieder zurück. Los, neben uns hängen bleiben jetzt mit dem Ding. Ich probiere mal mein Glück hier durch. Ist das hier? Ist das auch eine Mission? Anscheinend. Achso, das ist so eine Endlos-Mission. Oder Wettbewerb. Habe ich noch nie gemacht. Da ist auch schon wieder. Oh weh, oh weh. Oh oh. Komme ich da durch? Da ist Stamm. Wo lang muss ich denn überhaupt? Gut, ich kann auch theoretisch so weiter. Oh nein, 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 nein. Bleib. Ich meine, es ist jetzt nicht so weit weg, aber.
Okay, der Weg ist auch richtig kacke. Obwohl es geht. Das habe ich gemeint mit Holz, das ist halt so am Rumkippen. Deswegen fahre ich das sehr ungern. Aber das muss halt auch gemacht werden. Das Blöde bei so Holz, wenn es mal umkippt, es sind ja dann nur, in Anführungszeichen, drei Stämme, die man dann wieder aufladen muss, aber mit dem Holzkran da werde ich irgendwie nicht warm. Das checke ich nicht so, das Ganze mit dem Aufladen. Und das dauert halt trotzdem lang. So, komm, das packst du. Das ist der stärkste LKW, wo ich hab. Nö, war doch nicht. Hier war noch, ich glaube, ein Stück weiter vorne eine kleine Engstelle. Und dann geht es ja nur noch Straße bis fast zum Entladepunkt. Gibt es hier auch noch einen Weg, kann man den auch nehmen? In der Theorie schon. Warte mal, doch einen Haufen Zeit. Ich probier's. Hier ist sogar ein Schild, also muss da ein Weg sein. Schon mal die Brücke, das ist gut. Wie fahre ich denn am besten? Muss ja da hinten durch.
Hoffentlich ist das wieder nicht so ein Todesbaum hier. Der soll sich schön auflösen jetzt. Naja, er löst sich nicht auf, aber er kommt drüber. Eieieiei. Oh nö. Geht das da durch? Ja, geht. Einmal reisen, bitte. So, und jetzt geht's hier nur noch die Straße entlang. Ach, halt. Das ist ja gleich hier vorne. Stimmt ja. Könnte ich ja theoretisch mal... Ich glaube, da komme ich... Na doch, da müsste ich durchkommen. Probier es mal hier durch. Ich dachte, also ich muss weiter fahren, aber das ist ja gleich hier vorne. Einfach so drauf bleiben. Ein Todesbaum. Ja, etwas. Okay, das geht schon mal nicht in dem Gang. Ernsthaft. Oh nö. Wieso hänge ich denn jetzt hier? Ist der Anhänger oder? Ah, ernsthaft jetzt. So kommt denn der jetzt nicht hier durch? Wenn ich noch weitermache, gibt der Hänger. Okay, hier drüben geht's. Ist dieser scheiß Baum hier oder was? Oh nee, ey. Vielleicht hier ein bisschen. So geht's. Wäre ich wahrscheinlich schneller, wenn ich außen rum gefahren wäre. Anscheinend unter Wasser so ein Todesbaum, wenn man schlecht drüber kommt. Auch eng hier. Die Kameraeinstellung ist auch zu wünschen übrig. So.
So, zweimal erledigt. Hier nur noch zwei. Das seht ihr aber mal in einem Schnelldurchlauf. So, ich habe es wieder auf die andere Karte geschafft. Das habe ich jetzt nicht mehr abgefilmt oder aufgenommen. War der gleiche Weg, aber hinzus habt ihr ja gesehen. Diesmal fahre ich mal die Straße entlang. Es hat ja irgendwie nicht wirklich gut funktioniert dadurch das Wasserloch. Da ist der Weg hier wahrscheinlich schon ein bisschen schneller. Einmal hier links und dann sind wir auch schon gleich da. Jetzt bloß nichts umwerfen hier. Vor allem der Auftrag 50 Waldsäuberung. Wir haben jetzt gerade mal viermal Holz weggefahren. Macht schon Sinn. Und irgendwie sieht es aus, das Holz sah nicht wirklich verbrannt aus. Sieht aus wie das andere Holz hier. Gut, mal entladen bitte. Schön, geldmäßig, naja, es ging, hätte mehr sein können. Aber der Auftrag ist erledigt, das ist die Hauptsache. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, bis zur nächsten Folge, tschüss.